Anna, schön, dass das geklappt hat, dass wir uns hier nach so langer Zeit wieder treffen durften, hier in diesem wunderschönen Steinway-Haus. Ich habe sehr genau zugehört, wie du Klavier gespielt hast. Seit wann spielst du eigentlich schon Klavier? Mit welchem Alter hast du angefangen? Ja, vielen Dank für die Einladung. Also hier ist es wirklich sehr inspirierend zu spielen. Es ist eine typische Frage für den Pianist, seit wann spielt man eigentlich? Und ich würde auch nichts Neues sagen, wenn ich sage, dass ich spiele, seitdem ich 5 bin. Hast du alleine angefangen zu spielen? War das so ein innerer Wunsch, dass du sagst, ich möchte Klavier spielen, oder bist du dahin gedrängt worden von deinen Eltern? Ja, das ist natürlich so. Ich glaube, in so einem Alter ist man wirklich eher unbewusst oder man weiß nicht, was man tut. Das ist natürlich nicht meine Entscheidung gewesen. Ich komme aus der Musikerfamilie. Meine Mutter ist Pianistin. Meine Schwester ist auch Pianistin. Ich glaube, das war wirklich schon für mich mitentschieden, dass ich anfange. Und da ich aus Russland komme, wir haben wirklich ich würde mal sagen, so ein besonderes Ausbildungssystem für die Musiker. Es gibt so Musikschulen, die parallel zu den Schulen laufen. Und da geht man im Prinzip, seitdem man 5 ist, also die ganze Zeit bis zum Abitur durch. Und es ist wirklich sehr anstrengende Ausbildung mit verschiedenen Fächern. Und natürlich als Kind habe ich gerne gespielt, also für mich gespielt, aber spielen ist nicht gleich spielen, man muss auch üben, ja. Man muss auch natürlich sich anstrengen, und als Kind, das tut man nicht immer gern. Aber du bist dabei geblieben, ja, Klavier zu spielen? Ja und nein, also ich bin eigentlich nicht dabei geblieben, weil nachdem ich ja dann mit dem Studium fertig war, habe ich entschieden, dass ich zuerst mal Klavier nicht spiele. Ja. Du warst überdrüssig. Ich war wirklich überdrüssig, ja, das war ganz interessant. Also es hat viel mit Stress für mich auch zu tun gehabt. Ich musste Wettbewerbe spielen, ich musste immer gut sein, und genau in der klassischen Klavierausbildung ist es immer so, man spielt ein Stück und dann sagt der Lehrer zu mir, ja, es war gut, aber. Und es kommt immer diese Aber, egal wie gut man spielt. Man steht natürlich in dem Mittelpunkt und man muss performen. Und diese Performen, das hat schon ein bisschen mit Stress zu tun. Und da muss man auch damit umgehen können. Und dann, als ich schon in Deutschland war und habe ein paar Jahre gearbeitet, dann war es tatsächlich das war nicht meine Entscheidung. Das war wirklich irgendwas in mir, der mir gesagt hat, ja, ich muss wieder spielen. Und ich weiß noch diesen Moment, wo ich wirklich, also bei deutscher Firma, also in so einer ganz sehr interessante Umgebung war und hatte schon interessante Tätigkeit. Allerdings, das war nicht die musikalische, diese künstlerische Tätigkeit. Und dann habe ich wieder die Etüden von Chopin, mir die Noten gekauft. Bin nach Hause gekommen und ich konnte natürlich danach 7 Jahre Pause, die nicht spielen, ja, und musste im Prinzip wieder von vorne anfangen. Aber es wurde jeden Tag mehr, und das war wirklich eine innere Notwendigkeit. Man musste es machen. Dich hat es hingezogen. Absolut. Du konntest nichts dagegen tun. Ich konnte wirklich nichts dagegen tun. Das ist aber ein gutes Zeichen. Ja. Das ist aber ein gutes Zeichen für ein Talent, ja, dass du dich dessen gar nicht erwehren kannst, sondern dass du musst, ob du willst oder nicht. Ja. Und das kenne ich von vielen anderen Talenten, auch von anderen Menschen, die ich kennengelernt habe, die sagen, ja, ich habe es eine Zeit lang liegen gelassen und habe es nicht mehr angefasst. Und dann habe ich es aber wieder aufgenommen und habe weitergemacht. Und so hat es mich doch mehr oder weniger durch mein ganzes Leben begleitet. Mhm. Und so klingt das bei dir auch. Du lebst jetzt in Deutschland. Ja. Und was machst du beruflich? Ja, ich bin
Pianistin. Ja. Genau, und das ist eigentlich immer mein Traum gewesen, auch bewusst oder unbewusst. Das war definitiv auch Traum von meiner Mutter gewesen irgendwie. Aber natürlich, wenn man es so anstrebt und so direkten Weg geht, ich glaube, das sind wirklich nur bei wenigen, die es möglich ist. Und also mein Weg war natürlich so. Allerdings finde ich das auch, wenn man wirklich was machen will, ja, dann kann man es auch machen. Und wenn wir über Talente sprechen, also für mich ist es auch immer ein Zeichen. Zum Beispiel, also manche Sachen könnte ich einfach lernen, aber ich würde nicht richtig gut. Ja. Also, und gerade bei, bei Musik, vieles wächst auch parallel zu dem tatsächlich Tätigkeit, also zu dem Performance zum Beispiel, weil es ist viel mentales auch Training und bestimmte Reife gehört auch dazu, weil um richtigen Künstler zu sein und richtiger Musiker, es reicht nicht aus, nur eine Ausbildung gemacht zu haben und einfach gut technisch Klavier zu spielen. Man muss auch viel vom Leben verstehen, man muss viel von Emotionen verstehen. Ja. Und das sind eigentlich die spannenden Sachen. Weil wenn ich spiele, ich möchte was erzählen. Ich möchte wirklich irgendwie was, also ein Gift für jemanden geben. Mhm. Und um das machen zu können, muss man selber was erfahren haben. Und das ist irgendwie so eine... Das, die Erfahrung, die man selber macht, und das finde ich super spannend. Was wünschst du dir als nächstes? Was ist so deine Zielvorstellung? Wie gehst du weiter? Was möchtest du erreichen? Wie möchtest du? Ja, also seit 3 Jahren arbeite ich an einem sehr spannenden Konzept, oder man könnte es auch als Initiative bezeichnen. Das ist da Moving Classics, das ist Modern Piano Music, also das ist die Klaviermusik von heute. Weil mich interessiert es, was in Zukunft passiert. Es ist so, dass natürlich so klassische Pianisten, wir sind oft nach Vergangenheit gewandt, ja, weil natürlich die schönen Stücke, also Schubert oder Chopin, ist alles schön. Allerdings, damit die klassische oder überhaupt die Musik oder Klavier weiter besteht, muss es irgendwie immer nach vorne schauen. Mhm. Talentierte Komponisten von heute und die schreiben die Musik von heute. Und das alles spielen zu dürfen und präsentieren zu dürfen. Ich könnte mir vorstellen, dass du auch dadurch ein neues Publikum entdeckst, also neue Leute oder eine neue Zielgruppe entdeckst, die sich vielleicht mit Klaviermusik nie beschäftigt hat, weil sie die Annahme hat, naja, Klaviermusik ist immer Chopin oder Schubert oder Mozart oder sonst was. Und die will ich nicht mehr hören, weil die sind alt. Ich will moderne Musik hören. Ist das so, dass du dadurch den Zugang zu den Leuten bekommst? Das hast du wirklich auf den Punkt getroffen. Es ist tatsächlich so, wenn man heute in Europa in Konzertsälen geht, dann sieht man, das durchschnittliche Alter ist wirklich, also das heißt, dass ich wirklich mir Sorgen mache über die Zukunft der Klaviermusik und gerade jetzt in Corona-Zeit zum Beispiel, wie geht es weiter? Ja. Also, da ich auch viel im Unternehmen, so bei Firmenveranstaltungen gespielt habe, habe ich natürlich schon gesehen, das sind Berührungspunkte, Berührungsängste gibt. Und man braucht tatsächlich neue Formen, neue Formate, damit die Leute sich öffnen für die Klaviermusik. Weil natürlich ist es für viele ist es Entertainment, aber die verstehen nicht, was Besonderes dran. Und natürlich, also ich möchte mit meinen Moving Classics Millennials zum Beispiel ansprechen, auch Leute, die jetzt voll im Beruf stehen und dass sie zum Beispiel die Schönheit der Musik für sich entdecken. Also nicht Klaviermusik im Hintergrund als nicht bewusst hören, sondern du willst, dass
dass die Menschen diese Musik auch, dieses Instrument auch spüren. Ja, ja, weil, also, weil als weil ich glaube, wenn man wirklich nur das als Hintergrundmusik hört, dann ist entwertet es auch. Ja. Und gerade jetzt sprechen wir auch über die Bedeutung der Künste in unserem Leben. Ja, und auch das Gespür dafür entwickeln, wo muss ich, wo kann ich einhaken? Das ist dann Empathie. Dann muss man wirklich als Künstler viel Empathie haben. Mhm. Aber dafür, wir arbeiten ja mit Ohren, das ist ja unsere Stärke. Ich glaube, ohne Empathie könntest du gar kein Piano spielen. Ja, dazuhören ist das Allerwichtigste. Ja. Und das ist auch das Schwierigste, weil man hört sich selbst dabei und man hört auch, wie das im Raum sich entfaltet. Mhm. Und dazu braucht man wirklich Jahre, diese bewusste Zuhörung. Das heißt also, wenn wir hier im Auditorium sitzen und dir zuhören, während du ein Piano spielst, hörst du viel, viel mehr, als wir hören. Ja, das definitiv. Ja. Und das wird immer besser. Das merke ich an mir selber. Das ist ein ganz spannender Prozess, dass zum Beispiel dieser erste Moment, wo ich mich sozusagen aus Auditorium gehört habe, das war wirklich Aha-Erlebnis. Aha. Und der kam wirklich plötzlich. War sehr interessant. Und dann kann ich das richtig ganz bewusst steuern. Ne? Man kann auch zum Beispiel parallel als Musiker, man kann auch parallel mehrere Stimmen hören, man kann auch wirklich also mal zuhören und dann nicht zuhören. Das ist wirklich, man hat viel mehr Möglichkeiten. Mhm.